Geh mir nicht auf den Sack. Hallo liebe Zuschauer und willkommen zu einem neuen Album-Review. Das dritte diese Woche und vielleicht oder wahrscheinlich auch das letzte diese Woche, denn der Rest der Woche, der ist ein bisschen gefüllt mit anderen Dingen. Lasst euch einfach überraschen, was da auf meinem Kanal als nächstes noch so für Informationen und Videos kommen. Aber mit der Musik, glaube ich, wird es diese Woche erstmal jetzt nichts mehr geben, denn das ist auch die letzte aktuelle Scheibe, die mich postmäßig erreicht hat, um die es jetzt hier geht. Es geht um die Band Black Swan mit dem Album Shake the World. So, aufmerksam geworden bin ich. Ich weiß gar nicht mehr so genau, entweder über Facebook oder über YouTube, was da jetzt zuerst oder was da zuletzt kam. Aber ich folge dem Label Frontiers Music. Das war doch Frontiers, ne? Ja. Und die machen halt viel Melodic Rock und Hard Rock und ähnliches. Und die hauen eben auf ihrem YouTube-Kanal natürlich dann immer aktuelle neue Videos raus. Oder posten News und Neuigkeiten auf Facebook, was ich dann auf meine Chronik bekomme. Ne? Also auf meine Facebook-Wall, wie nennt sich der Scheiß denn? Aber egal. Auf jeden Fall habe ich da irgendwo dann diese Info bekommen. Und dachte, Black Swan, was ist das dann? Und sah dann, huch, wer singt denn da? Das ist ja einer meiner Lieblingssänger im Melodic-Hard-Rock-Bereich. Der gute Robin McAuley. So, aber dazu gleich noch ein bisschen mehr. Ich habe da kurz ein bisschen recherchiert und mir den Song auch angehört, den es dann auf Video gab. Und das ist der Titeltrack gewesen. Und war sehr überrascht, denn es war ein bisschen anders, als ich erwartet hatte, mit dem Titeltrack jedenfalls. Black Swan sind eine sogenannte Supergroup. Allerdings in dem Fall wohl tatsächlich eher als Band anzusehen, denn das Album wurde tatsächlich gemeinsam im Studio eingespielt. Wenn man von einer Supergroup redet, es gibt da viele Produktionen da draußen von verschiedenen, auch größeren Labels. Das sind dann so diese All-Star-Bands und so, ja. Und die spielen ihre Alben heutzutage nicht mehr gemeinsam im Studio klassisch ein, sondern jeder nimmt so seine Tonspur auf. Ja, das wird dann einander übers Internet oder wie auch immer zugeschickt. Und jeder nimmt in seinem eigenen Studio seinen eigenen Part auf und steuert das dann in den Songs bei. Und dann wird das irgendwo zusammengemischt, passend. Und dann kommt das Album auf den Markt. Finde ich mal irgendwie ein bisschen problematisch, weil wenn diese Band dann tatsächlich mal live auftritt, wissen sie ja gar nicht, wie das mit der Chemie denn, ja, gemeinsam funktioniert. Und ich weiß dann auch immer nicht genau, ob die dann auch auf der Bühne genauso gut klingen wie auf dem Album, obwohl man davon ausgehen sollte, denn es sind ja immerhin Stars, um die es hier geht, in Anführungszeichen. Also bekannte, seit vielen, vielen Jahren aktive Musiker. So, das ist ein gutes Stichwort, da kommen wir dann auch mal zum Hintergrund, nämlich zu den Musikern dieser Band und wer denn so auf woher bekannt ist. Da haben wir als erstes, ja, den erwähnten guten Robin McAuley, der singt hier halt, ist der Vocalist der Band und der ist vielleicht bekannt, wenn ihr ein bisschen im Melodic-Rock, Hard-Rock-Bereich unterwegs seid, gibt es da ein paar Bands, die ich nennen kann, die man vielleicht kennen könnte. Er hat zum Beispiel mit Michael Schenker allein schon zusammengearbeitet, aber es gibt eben auch die McAuley-Schenker-Group und davon gibt es drei Studioalben und eine Live-Scheibe und vor allem das Album Save Yourself liegt mir da sehr am Herzen, denn dadurch habe ich den guten McAuley das erste Mal eigentlich bewusst wahrgenommen. Ich kannte ihn aber schon vorher, denn mein Vater hatte ein Album der Band Far Corporation. Das ist auch so ein All-Star-Ding, so ein bisschen, wo verschiedene Sänger mitsingen und so, ja. Und da war eben auch McAuley zu hören und er intoniert ein Cover zu Led Zeppelin's Stairway to Heaven und das ist einfach großartig. Ich gehe sogar so weit bis heute noch zu behaupten, mir persönlich, es ist natürlich eine Geschmackssache, gefällt dieses Cover besser als das Original. Das kommt aber auch daher, dass ich Stairway to Heaven von Led Zeppelin nie kannte. Ich habe nie gewusst, dass das ein Cover ist. Ich habe immer geglaubt, das ist ein Far Corporation Song. Erst später fand ich raus, oh, das ist ja eigentlich viel älter und von Led Zeppelin und die Fassung hat mir dann, da hat mir irgendwie dieser Spirit gefehlt, den Far Corporation, dieser AOR-Touch, der hat mir da ein bisschen gefehlt, ja.
Nichts gegen die Version von Led Zeppelin, aber für mich persönlich, mein Herz hängt mehr an der Far Corporation Fassung. So, auf jeden Fall, das ist eben Rory McAuley und der singt hier halt. Ich liebe seine Stimme sehr und ich bin auch vor allem jetzt nach dem Hören dieses Albums hier der festen Überzeugung, er ist der Einzige im Hard Rock, Melodic Rock Business, der die Band Quiet Riot hätte retten können mit seiner Stimme. Denn er wäre der einzige Sänger, der annähernd dran käme und eine ähnliche Stimmfarbe hat, ja, wie einst Kevin Dubrov. Rest in Peace. Aber das wäre, ja, das wäre der Knaller gewesen, wenn er das übernommen hätte. Aber vielleicht mögen die sich auch nicht, ich weiß es nicht. Oder ich weiß nicht, warum es nicht dazu kam. Und warum man sich stattdessen für so einen Castingshow-Spacken entschieden hat, der singt, als hätte er keine Eier mehr. Und die Band klingt dadurch dann wie Slaughter. Nicht die Thrash-Metal-Band, sondern die Melodic-Rock-Band. Gut, kommen wir zum nächsten Mann. Da haben wir den Recken an der Gitarre, und zwar Rap Beach. Rap Beach kennt man vielleicht von Dokken, da war er bei einigen Alben dabei. Ich persönlich kenne ihn auch noch von einer Rockband oder Melodic-Rockband namens Fiona. Das ist ein bisschen ein ungewöhnlicher Name und kennt wahrscheinlich auch keine Sau, aber ich kenne die Band halt, die ist auch ganz gut. Kleine Empfehlung für AOR Melodic-Rock-Fans vielleicht. Alice Cooper, mit dem hat er auch mal zusammengearbeitet auf dem Album A Fistful of Alice zum Beispiel. Und er war bei vielen Werken von Whitesnake am Start. Und außerdem bei einer anderen Hardrock-Melodic-Rock-Band, die ich sehr mag, nämlich Winger. Ich bin tatsächlich recht großer Winger-Fan, habe leider noch lange nicht alles von denen im Regal, eigentlich nur so die ersten paar Alben. Aber es gibt auch neuere Sachen. Ich habe auch mal was schriftlich rezensiert von den neueren Geschichten, was mir auch sehr gut gefallen hat. Das muss ich irgendwann mal nachrüsten bei Gelegenheit. So, dann haben wir hier am Bass und der weiteren Gitarre, Keyboard, Backing-Vokals und außerdem auch noch der Produzent dieses Albums. Das ist der gute Jeff Pilson. Ja, und Jeff Pilson ist bekannt. Er hat zum Beispiel gemacht einige neuere oder ja, etwas neuere Alben von Dio. Da war er dabei, nämlich bei Strange Highways, Master of the Moon. Und Angry Machines zum Beispiel. Dann war er bei vielen Werken dabei von Dokken. Ältere, neuere, ja. Und er war auch aktiv bei Foreigner. Hat auch mit George Lynch und Lynch Mob gearbeitet zum Beispiel. Ist auch eine bekannte Band, die man, wenn man Hard Rock mag, eigentlich kennen sollte. Ja, und natürlich auch alle diese Musiker, die ich jetzt hier nenne, haben nicht nur bei den Bands mitgemacht, die ich jetzt hier genannt habe. Wenn ihr es genau wissen wollt, wo die überall so involviert waren, die einzelnen Musiker. Ein kleiner Tipp: Es gibt eine kleine nette Alternative, die ich jetzt hier auch gerade geöffnet habe, zu Metal Archives. Das Ganze heißt Heavy Harmonies. Gebt ihr dann einfach rein, sucht ihr einfach nach. Und da könnt ihr ja mal das Black Swan Album suchen. Da wird dann angezeigt, welche Musiker welches Instrument spielen. Und wenn ihr auf die Musikernamen draufklickt, da kommt so eine tabellenartige Auflistung und da könnt ihr dann scrollen und da könnt ihr sehen, auf welchen Alben die Musiker sonst noch so aktiv waren. Allerdings natürlich nicht alles, was es da gibt, denn nur das, was da gelistet wurde, denn genau wie Metal Archives ist auch Heavy Harmonies von Fans für Fans. Da wird ständig, die Datenbank wird ständig geupdatet, ständig irgendwelche Mitglieder, die sich da auch im Forum angemeldet haben teilweise, tragen da neue und weitere Alben ein und so. Das ist ganz interessant, immer mal wieder da einen Blick zu riskieren. Im Grunde ist es ähnlich, sehr ähnlich wie Metal Archives, nur eben die Hardrock-Version, wenn man so will. So, und dann haben wir letzten Endes noch am Schlagzeug den guten Matt Starr. Und Matt Starr dürfte am ehesten bekannt sein von Mr. Big. Außerdem eine sehr gute Hardrock-Band, wo er dabei war, ist Bang Tango. Und er hat auch schon zusammengearbeitet mit dem guten Ace Frehley. So, damit haben wir die Besetzung dann sowas wie, ich sag mal in Anführungszeichen, abgefrühstückt, ja. Gut. Dann kommen wir jetzt mal zur Optik. Und zwar haben wir ja, wie gesagt, hier das Cover Artwork. Das gefällt mir eigentlich recht gut. Wenn ich so eine CD irgendwo im Laden stehen sehen würde, würde ich da auch zugreifen. Und man kann eigentlich auch ganz gut erkennen, ja, also vom Cover her würde ich hier auch tatsächlich darauf tippen. Vom Schriftzug, vom Cover, von der Wahl des Covers her, Black Swan, denn hier so ein schwarzer Schwan, der seine Flügel ausbreitet mit so ein bisschen tribalförmigen Feuer im Hintergrund oder was ist das? Man erkennt, dass das Hard Rock, Melodic Rock oder zumindest AOR sein wird in etwa. Würde ich tatsächlich auch tippen. Wenn ich jetzt die Band überhaupt nicht kennen würde und nur das Cover sehen würde, ja. So derartige CDs liegen dann auch irgendwann mal meistens bei Expert auf dem Grabbeltisch, wenn sie diese 5-Euro-Aktion haben. Kann gut sein, dass diese Scheibe da liegt in 3, 4 Jahren. Für 5 Euro dann, wenn man Glück hat. Ja. Weil da auch viele Frontiers-Geschichten liegen tatsächlich bei Expert im Grabbeltisch. Ja, hinten drauf gut lesbar die Titel. Ja, ich hasse übrigens diese Art von Aufklebern, die dann in einzelnen, kann man das erkennen, wenn ich es nah genug ran habe? Oder wird es denn unscharf? Das ist so in so einzelne
Segmente unterteilt, diese Aufkleber, die du nur einzeln abbekommst. Und dann bleiben ständig Papierrückstände zurück. Es sind nämlich keine elastischen Aufkleber, es sind Papieraufkleber. Diese alten Dinger, die es damals als Preisschilder gab, diese Billigdinger aus dem Supermarkt, Preisschilder, wisst ihr, wie ich meine? Die so drauf geballert werden. Es hinterlässt halt ätzendste Rückstände. Du bist nur am Scheuern, Reiben, Rubbeln und am Verzweifeln. Und ich lasse den einfach drauf. Ich habe da, Kotz, was soll's machen? Am besten bei sowas tauscht man am besten, wenn du genug da hast, die komplette Hülle aus. So, zum Inneren, da haben wir hier mal ohne den Schwan nur dieses Feuer auf der CD, also auf dem Labelprint. Jetzt fallen wir nicht die CD runter, bitte. Darunter nochmal dasselbe, allerdings hier mit diesem BS von Black Swan, was man ja dann auf der Innenseite des Booklets dann auch nochmal sieht, dass ich jetzt hoffentlich auch wieder rausbekomme, denn eben gerade habe ich das schon ganz gut gekämpft. Nein, das hat geklappt. So, hier haben wir dann die Lyrics. Da hatte ich echt Schwierigkeiten zu lesen, muss ich wirklich sagen. Ich hatte das Licht, das ich jetzt hier immer zum Video drehen anhabe, nicht an. Ja, mit Licht geht es gerade so, aber es ist halt wirklich klein gedruckt, muss ich sagen. Für meine Verhältnisse, ich musste da wirklich mit der Lupe ran beim Mitlesen. Hier haben wir dann immer ein Foto der einzelnen Bandmembers. Vom Druck her ist das alles okay. Ja, sieht auch ansprechend aus, finde ich. Die Fotos sind auch gelungen. Im Mittelteil natürlich das klassische Bandpick, also Gruppenfoto der ganzen Truppe mal, ne? Ja, und das ist dann halt so dieses Standard-Aufmachungsding. Ist okay, sieht gut aus. Hinten haben wir natürlich auf der letzten Seite dann auch nochmal, wie sich das gehört, so ein paar Produktions- und Bandinfos. Alles gut. So, gefällt mir gut. Allerdings, wie gesagt, ich hatte so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit dem Lesen. Aber na gut, man kann nicht alles haben. So. Dann kommen wir jetzt zum Kern des Ganzen, nämlich zu den Songs an sich. Ich werde jetzt jedem einzelnen Song dann ja meinen Senf sagen. Und bevor ich loslege, ganz kurz an die, die sich jetzt überhaupt fragen, was ist denn das überhaupt für ein Genre hier jetzt in dem Fall? Ja, es ist wirklich die Richtung von Melodic Rock, AOR-lastigem Hard Rock oder so, ja, wie es tatsächlich von der McAuley Schenker Group bekannt ist. Und ich war übrigens, also die heißen ja MSG. Die haben auch das Original-Emblem von MSG, ja? Was ja auch die Michael Schenker Group ist. Und ich bin immer schon, habe immer schon die McAuley Schenker Group, der Michael Schenker Group, bevorzugt. Denn die Michael Schenker Group hat auch ein paar gute Sachen dabei, keine Frage. Es gibt ja auch den Klassiker und Evergreen Dr. Doctor, den ich überhaupt nicht mehr hören kann. Aber erstmal ist man da, bei der Michael Schenker Group zu viel Gitarrengott-Gehabe drin, ja? Und dann sind die Songs einfach nicht so catchy und eingängig wie die Sachen mit McAuley. Und auch die Stimmen, die da so teilweise singen, gefallen mir sehr gut, aber keiner von denen, finde ich persönlich, ist aber auch wieder Geschmackssache, reicht heran an die ikonische, für mich ikonische Stimme von Robin McAuley einfach. Ich bin einfach ein Fan von ihm. So, fertig. Also das Ganze hier beginnt jetzt mit dem Titeltrack des Albums Shake the World. Zu dem findet ihr auch unten in der Infobox einen Videolink, und ich verlinke euch noch zwei weitere Videos, aber ich sage dann an, welche Songs das sind. Und das hatte ich auch als erstes gehört von diesem Album, dieses Song. Ich habe mir dieses Video nämlich angeguckt, weil ich hören wollte, oh, mal gucken, wie der gute McAuley heute klingt. Es ist mir nämlich schon öfters in der Vergangenheit passiert, dass man sich freut, oh, ein alter Sänger, mit dem man schon mal ein bisschen zu tun hatte und den man eigentlich auch ganz nett findet, hat ein neues Album am Start. Dann klickst du das an, hörst hier rein und denkst, oh, der sollte vielleicht mal lieber aufhören, der ist ein bisschen alt, da kommt nichts mehr. Ne? Gruß geht raus an Glenn Danzig. Ja, das letzte Album war für mich eine akustische Katastrophe. Ja. Also wirklich nur die absoluten Hardcore-Fans haben das noch gefeiert. Selbiges gilt ja leider auch für Meatloaf. Also, das ist ein bisschen schade immer, wenn die Leute halt eben alt werden und dann plötzlich die Stimme verlieren. Das ist dann immer heftig, ne? Auch natürlich für die Karriere dieser Leute. Ne? Vielleicht sollten sie sich dann in den Produktionsbereich begeben und da was machen und junge Bands fördern und produzieren. Sowas vielleicht. Man kann ja im Business bleiben, aber man sollte dann wirklich aufhören, selbst was zu machen. Das ist aber auch wieder nur meine Meinung. Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, ist mir auch gleich. Aber das ist immer so eine Angst, die ich bei so alten Recken seitdem habe. Deswegen höre ich auch immer ganz gerne vorher rein. Und hier war ich... Also erstmal fängt der Song an mit einzelnen, wuchtigen Drumbeats. Ja? Dazu dann so ein hymnisches Riff. Ich dachte ja so, wow, das ist ja genau diese End-80er, Anfang-90er Hard-Rock-Heavy-Rock-Schiene, die ich damals bei MSG eben halt auch wirklich gefeiert habe. Und dann geht es los, es geht mit dem Hauptriff, es geht richtig schnell und rockig zur Sache plötzlich. Und als McAuley anfängt zu singen, dachte ich nur, was ist denn jetzt kaputt? Ja, weil er mit viel Energie und mit ungewohnt hoher Tonlage singt, finde ich. Ja.
Und seine Stimme ist halt anzusiedeln. Wie gesagt, er wäre ein guter Ersatz für Quiet Riot. Also wenn ihr Quiet Riot mögt, auch da geht das ein bisschen in die Richtung, wenn er dann eher in den raueren und mittlerer Tonlage singt, sag ich mal, ja. Und in den hohen Tonlagen klingt er wie tatsächlich teilweise ganz, erreicht er so ein bisschen die Fußspitzen, sag ich mal, von Dio und Ozzy. Manchmal, vor allem in all die Refrain-Parts, schien das so ein bisschen durch. Ja, aber er hat trotzdem so eine eigene Note noch dabei in den hohen Tonlagen, die ich von ihm eher weniger gewohnt bin, von den alten Nummern her. Ich müsste die vielleicht auch einfach mal wieder hören, die Alben, keine Ahnung. Wir haben hier auch einen schönen Refrain, der zu dem rockigen Drive des Songs gut passt. Und nach dem zweiten Refrain später gibt es dann ein gelungenes Solo. Und dann eine kleine Bridge und einen Abschlussrefrain. Also wir haben mit Shake the World einen schönen Opener und Titeltrack. Und das Ganze erinnerte mich auch tatsächlich an mein Lieblingsalbum von MSG, Save Yourself. Das beginnt nämlich auch mit dem Titeltrack. Und es ist auch eher ein schnellerer, heavier Song, wenn man so will, ja. Der eher mit Dampf nach vorne geht, kann man sagen, ja. Allerdings ist das hier von den Vocals halt noch ein bisschen, also er toppt das, ja. Und das natürlich dann nach all diesen Jahren, ja, Respekt, das hat mich natürlich sehr gefreut. Dann kommen wir zum Stück 2, das ist Big Disaster. Dazu gibt es ebenfalls ein Musikvideo, das ich euch unten verlinke. Und das ist der zweite Song, den ich auch, bevor ich das Album hier jetzt bekam, schon gehört habe, weil ich wissen wollte, ob er immer auf so hohen Tonlagen singt. Und nein, hier haben wir das komplette Gegenteil. Ihr könnt euch das Musikvideo ja geben, dann wisst ihr Bescheid. Hier haben wir erstmal einen hardrocklastigen Einstieg im schönen Mittempo das Ganze und wir haben hier ganz klar, dieser Song, Big Disaster, würde 1 zu 1 auf das Album Save Yourself passen. Ja, so in diesem Stil bewegt sich im Grunde für mich persönlich, jedenfalls meiner Meinung nach, das komplette Album Save Yourself. Deswegen liebe ich das so, weil das ist genau der Stil, den ich damals halt so gerne gehört habe und so gefeiert habe. Ja. Die Strophen sind diesmal halt eben auch stimmlich von McAuley klassisch gesungen und er klingt eben wie zu besten MSG-Zeiten einfach hier. Ja. Er singt also immer noch genau wie früher, da hat sich nichts an der Stimme geändert in der Richtung. Der hat auch einen sehr schönen melodischen Refrain, der Song, so ein bisschen Ohrwurm-Faktor sogar, finde ich. Und nach dem Refrain gibt es bereits das erste kleine Gitarrensolo zu hören. Und nach dem zweiten Refrain gibt es eine kleine Chorus-Bridge, die dann zu einem schönen Haupt-Solo, dem Main-Solo des Albums, des Songs führt. Und das Ganze endet dann auch mit dem Refrain und das Ende einfach gut. Also auch eine richtig geile Nummer. Der dritte Song ist auch richtig cool, das ist Johnny Came Marching. Das beginnt mit einem kleinen fetzigen Intro und dann geht's los mit stampfendem Mittempo, mit sehr geilen, simplen, aber dafür extrem eingängigen Riffs, so richtig geile Hooks drinne, finde ich. Es erinnert ein bisschen an eine eingängigere, stampfendere Nummer von vielleicht einem etwas neueren Whitesnake. Ja, so wie gesagt, diese End-80er, Anfang-90er Sachen, ja. In den Strophen hält sich das auch so, daran änderte mich das so ein bisschen. Wir haben einen sehr schönen Refrain hier, der zum ersten Mal in den hohen Tonlagen dann auch wirklich schon etwas stärker klingt, als wäre er von Ozzy gesungen. Ja? So ein wenig klingt es danach. Immer wieder mal gibt es auf dem Hauptriff so kleine Gitarrensolo-Einlagen. Ja? Und die mittige Hauptgitarrensolo-Einlage, würde ich jetzt mal sagen, die ist dann eher hymnisch und richtig arena-tauglich umgesetzt. Und am Ende gibt es schöne, etwas andere Chöre, wo der mehrstimmig gesungen wird, immer dieses Johnny Got a Gun und so weiter und so fort, ja. Und dazu ein bisschen Funksprüche und man denkt sich so ein bisschen, wer ist eigentlich mit Johnny gemeint? Johnny came marching, der kommt aus dem Krieg zurück und möchte eigentlich nur seine Ruhe und wird in einen neuen Krieg verwickelt, weil alle ihn anpissen. Basiert dieser Song vielleicht auf John Rambo? Ich weiß es nicht genau. Ich habe da jetzt keine Liner Notes vorliegen, deswegen weiß ich das nicht, aber es kommt so ein bisschen, es würde passen. Sag ich mal so, ja. Was natürlich cool wäre, ja. Und die Nummer hat mir auch wirklich sehr, sehr gut gefallen. Dann kommen wir zu Stück Nummer 4, es ist Immortal Souls. Ja, das beginnt mit Drums zu leichten Gitarrenanschlägen, dann gibt es hymnische Melodien, alles bewegt sich hier im Mittempo wieder. Die Strophen sind wieder so mit Einzelanschlägen auf der Gitarre umgesetzt im Hintergrund. Und der Refrain ist wieder, der ist in diesem Fall wirklich strophenartig. Der ist nicht so eingängig, sondern eher eine Refrainstrophe. Und hier haben wir dann auch wieder diesen leichten Ozzy Osbourne-Vibe. Und wie ich überhaupt darauf komme, diesen Vergleich zu ziehen mit Ozzy Osbourne, ja, das ist eine Aussage meiner Süßen. Ich habe nämlich diesen Immortal Souls einfach mal auf Verdacht in der letzten Sendung gespielt, die sie mithören konnte. Und da meinte sie, oh, das klingt aber nach Ozzy im Refrain. Und dann habe ich immer genau, das ist mir erst gar nicht so bewusst gewesen. Und als ich beim zweiten Mal genauer hinhörte, dann meinte ich, ja, das hätte auch Ozzy jetzt singen können zumindest. Also von der Melodie her und von der Tonlage
würde ihm das sehr gut liegen und wäre sehr passend für ihn, ja. Ja, wir haben hier aber McAuley, was man auch trotzdem immer noch hört. Ihr müsst es euch ja selbst ein Bild von machen, leider kann ich diese Songs nicht verlinken, was sie halt nicht online gibt, aber naja. Am Ende wird der Track dann ausgeblendet, was ich überhaupt nicht mag, wie ihr ja vielleicht wisst, wenn ihr meinen Kanal ein bisschen verfolgt. In dem Fall ist es aber soweit okay, denn der Zeitpunkt ist gut gewählt, man merkt einfach, ja, okay, da kommt dann jetzt auch nichts mehr, ja. Dann kommen wir zu Stück Nummer 5, das ist Make It There. Dazu findet ihr ebenfalls in der Infobox ein Musikvideo und diesmal haben wir hier eine, ja, eine Powerballade, würde ich sagen. Hat halt, wie gesagt, ist eine Ballade, hat also auch entsprechend einen balladesken Einstieg. Allerdings im eher klassischen AOR-Stil, also nicht so eine ganz schmalzige, langsame, schmachtende Ballade, sondern so eine mit einem straighten Drumbeat versehene klassische Retro-Rock-Ballade, ja. Das hat mir sehr gut gefallen, mich richtig an die alten Zeiten auch erinnert entsprechend. Die erste Strophe ist nur zu Drums, Bass und Akustikgitarre. Der Refrain ist dem Song halt angemessen umgesetzt. Jetzt auch wieder nicht der größte Ohrwurm, aber vielleicht, das sind ja vielleicht auch ein bisschen Grower, diese ganzen Songs. Zum Solo hin wird das Ganze etwas gitarrenlastiger. Das Solo selbst ist mal wieder wirklich gelungen. Ja, und die letzten Refrain-Parts werden dann wieder mal ausgeblendet, ja. Aber die Akustikgitarre bleibt noch kurz und beendet den Song dann. Das ist dann wieder ein Stilmittel, wo ich jetzt sage, okay, man hat dem Song ein Ende gegeben. Auch wenn jetzt der Rest ausgeblendet wurde, hat man sich gedacht, okay, komm, wir beenden das Stück jetzt aber mit dem Akustikriff und dann ist gut. So komme ich mit klar, sag ich mal. Dann kommen wir zum Stück Nummer 6. She's On To Us heißt der Song. Er hat einen rockigen, direkten Einstieg mit so groovigen Riffs, alles im Mid-Tempo wieder angesiedelt. Das bleibt auch in der Strophe so. Oder in den Strophen vielmehr, ja. Der Refrain passt auch ganz gut so weit dazu, zu dem Ganzen. Mittig gibt es dann auch das, ja, klassisch mittig platzierte Gitarrensolo wieder mal. Und danach einen kleinen, ganz kurzen Solo-Refrain-Part. Also ein Part des Refrains wird einmal komplett alleine ohne Musik gesungen. Aber nur der erste Satz des eigentlichen Hauptrefrains, wenn man so will, ja. Und das Ganze endet dann eben auch mit diesem Refrain, einem Riff und dann hört man so ein komisches elektronisches Telefonklingeln noch kurz und dann ist das Ding zu Ende. Ja? Cooler, kleiner, netter Rocksong, würde ich sagen. Dann kommen wir zu Stück Nummer 7, das ist The Rock That Rolled Away. Das beginnt schneller und rockiger mit einem schönen Riff und direkt einem kleinen Solo dazu. Auch die Strophen und der Refrain passen gut zum Drive des Songs, ja? Also zum rockigen Tempo, sag ich mal. Und nach dem zweiten Refrain gibt es auch eine kleine, ja, Strophenbridge mit mehrstimmigen Parts dabei und dann ein cooles weiteres Gitarrensolo. Was heißt weiteres? Oh, ja, weiteres im Sinne von in den anderen Songs sind ja auch immer Solos. So. Etwa mittig haben wir dann eine weitere ruhigere Bridge mit Gesangseinlagen und so einen hymnischen Riff dabei. Und dazu gibt es ein melodisches Gitarrensolo und ein weiteres in diesem Fall wirklich, also ein zweites in demselben Song, mit so Hintergrundchören, wo immer Gotta Roll It so mehrstimmig gesungen wird. Und genau in dem Part, wo du sagst, oh cool, man hat nochmal alternativ ein paar andere Chöre mit einer anderen Melodie, die immer Gotta Roll It sich wiederholen singen und dazu läuft dann gerade ein Solo und genau in diesem Part blenden sie den Song aus. Und da werde ich gallig, das kann ich überhaupt nicht haben. Weil das ist wirklich ein geiler Part, den hätte ich mir jetzt gerne noch eine Minute angehört, ohne Scheiß. Ja? Und dann vielleicht mit einem Knall und gut. Oder vielleicht eine halbe Minute, hätte auch gereicht, ja? Aber nein, man fadet aus und der Song wird dir so langsam entzogen und das. Ah, das ist so, ich würde gerne, die spielen ja noch während des Fadeouts. Ich würde gerne hören, was sie da noch weiter spielen. Ich würde den Refrain gerne noch 30 Sekunden oder eine ganze Minute mitsingen, so im Kopf oder sogar laut wirklich. Ja. Oh, ich hasse Fadeouts. Straft mich dafür, ist mir egal. Ich hasse einfach Fadeouts, ich komme da nicht mit klar. Egal. Gut, dann kommen wir zu Long Road to Nowhere. Long Road to Nowhere. So, Nummer 8. Beginnt mit einem kurzen, frickeligen Gitarren-Intro, ja. Dann geht's rein mit einem melodischeren gehaltenen Hauptriff. Und das alles bewegt sich im Mittempo rein bis in die Strophen. Da bleibt das auch alles so. Der Refrain ist zwar ein bisschen eingängiger, riss mich jetzt aber auch wieder nicht so sehr mit. Und im Mittelteil gibt es mit kurzem Solo und dann einer der frickeligen Gitarre aus dem Intro dann nochmal ein bisschen was, gefolgt von der Hauptmelodie. Ganze hat dann also im letzten Teil ein rockigeres Riff nochmal zu so stampfenden Drums so ein bisschen grooviger umgesetzt und dann auch nochmal den Abschlussrefrain, ja, der dann wieder am Ende ausgeblendet wird. Im Refrain. Ich lebe jetzt einfach damit, ja. Das passiert jetzt nämlich noch ein paar Mal. Dann kommen wir zum nächsten Song, das ist Sacred Plate. Sacred Plate hat ein kurzes In Plate.
Blade, Sacred Place, so. Hat ein kurzes Intro mit so einer, ja, so einer balladesken, schmachtenden Solo-Gitarre. Es wechselt dann aber zu locker, rockigem Mid-Tempo und wird zu einer Rocknummer halt, ne, mit einem melodischen Hauptriff drauf. Und auch hier war der diesmal eher strophenartige Refrain nicht allzu mitreißend und eingängig. Geht für den Song zwar in Ordnung, aber ich könnte ihn jetzt schon nicht nachvollziehen, auch die Melodie nicht nachempfinden, gerade spontan jedenfalls. Ich muss es noch ein paar Mal hören, das Album, im Auto vielleicht. Das mittige Solo ist aber wirklich gelungen, das kann ich wirklich sagen. Und auch hier haben wir wieder am Ende, ja, ein Ausblenden mit einem Schlussrefrain. Ne, aber gut. Wir kommen zum Stück Nummer 10, Unless We Change heißt das Ganze. Es beginnt erstmal nur so mit melancholischen Streichern, ob das jetzt wirklich Streicher sind oder nur Keyboards. Ich gehe mal davon aus, dass es ein gutes Keyboard ist, ja. Dann steigen Drums ein und es gibt schnelle Riffs zu recht hohem rockigem Tempo. Das ist also keine Ballade jetzt hier, wie man erst vermutet, wenn man das Intro hört, aber gut. Das bleibt auch in den Strophen so treibend rockig, das Ganze, ja. Und im Refrain wird das Tempo dann plötzlich wieder zu Mittempo runtergedrosselt. Der Refrain selbst ist soweit auch okay, würde ich sagen, ja. Nach dem zweiten Refrain gibt es dann ein ordentliches Gitarrensolo, gefolgt von einer kleinen Bridge mit Strophe dominiert von so groovigen Drums. Und das Ganze endet dann mit dem Refrain. War auch ein ganz okayer Song, ja. So, und dann kommen wir zum Rausschmeißer und letzten Titel, das ist Nummer 11, Divided United. Ja, und da kommt nochmal ein kleines Highlight an dieser Stelle. Es beginnt direkt mit Piano und einer balladesken Strophe und ist stilistisch am ehesten zu vergleichen, würde ich sagen. Ja, es hat so ein leichtes Queen-Feeling, das Stück, ja. Dazu folgt dann auch ein erster balladesker Refrain schon, ja, dazu ein wenig Solo-Gitarrenspiel und das kommt insgesamt auch alles zusammen ganz gut. Ich dachte erst, ja, okay, das ist eine Abschlussballade, ja. Dann in der nächsten Strophe kommen auch Drums, so ein bisschen Drums, ein bisschen Bass und auch seichte gezupfte Riffs dazu, allerdings alles weiterhin im Balladenstil. Und nach dem zweiten balladenartigen Refrain allerdings setzen dann plötzlich melodische Rockriffs ein, die mir sehr gut gefallen haben. Und es geht dann damit in stampfendem Mittempo weiter. Also es wird zu einem Mittempo-Rock-Song mit einem richtig geilen, edgy Riff oder wie sagt man dazu, ja. Und auch die Strophen sind dann entsprechend natürlich dann auch rockig und alles, ja. Also es wird jetzt zu einem Rock-Song. Und auch der Refrain ist dann ab hier anders, hymnischer und eingängiger, mitsingbarer, sag ich mal. Es kommt sehr gut, es funktioniert sehr gut, das Ganze. Leider wird er auch hier wieder am Ende nach ein paar Gitarren-Solo-Einlagen ausgeblendet. Ja, mal gut, das Stück geht ein bisschen länger, es ist, glaube ich, ich weiß nicht, es ist das längste auf dem Album, es geht 5 Minuten 59. Das längste Stück war jetzt mit 6 Minuten 21, The Rock That Rolled Away, gefolgt von Immortal Souls mit 6 Minuten 12. Ja, gut, wenn das, ja, das sind halt, wie gesagt, Divided United war jetzt nicht das längste Stück, dann macht er doch ein 7 Minuten Stück draus als epischen Rausschmeißer, hat ja sogar diesen Queen-Vibe, ja, und beendet das mit einem symphonischen Knall oder irgendwas. Ihr habt doch ein Keyboard. Ich finde das immer ein bisschen letdown-mäßig. Also mich zieht das immer ein bisschen runter, wenn du dann... Dann wird das Album ja im Grunde auch noch beendet. Mit einem Ausblenden, ja. Alter, naja gut, okay. So, Black Swan, Shake the World ist ein sehr solides, retro-stilistisches, natürlich astrein produziertes Melodic-Hard-Rock-Album. Ja. Und wer auf die genannten Bands steht, die ich hier aufgezählt habe, als ich sagte, welche Musiker in welchen Bands gespielt haben, der macht hier nichts falsch. Ja. Also wenn ihr auf McAuley Schenker Group, Dogton, vielleicht so ein bisschen Whitesnake oder ich sag mal auch House of Lords, die älteren Geschichten, vor allem das Album Demon's Down, finde ich nämlich auch sehr geil, die Scheibe. Wenn ihr so auf sowas in der Richtung steht, dann seid ihr hier absolut goldrichtig. Hört euch einfach die drei Songs an, die ihr unten in der Infobox findet. Und wenn euch das gefällt, dann das ganze restliche Album ist auch ähnlich. Ja. Ich finde allerdings nachher so Up the Rock That Rolled Away fällt es ein bisschen ab, während es dann aber ganz am Ende mit Divided United nochmal voll punkten kann. Das finde ich richtig geil, das Ding. Ja, also ist ein richtig geiles Stück Hard Rock All-Star Mucke. Ne? Gut, kann ich nicht anders sagen. Hat sich gelohnt, der Kauf. Ich habe es ja eigentlich nur gekauft, weil mal was Neues von McAuley, das finde ich immer geil, das freut mich einfach. Ich bin halt Fan von dem, ja, von seiner Stimme zumindest. Gut, dann bin ich durch mit diesem Video. Was als nächstes kommt, ja, lasst mich einfach überraschen, ja. Vielleicht läuft hier mal wieder in schwarzer Kleidung jemand vorbei, ne? Ich weiß noch nicht genau. Der Tag ist ja noch recht jung gerade, ja, was heißt recht jung, ist Mittag, ne? Oh, ist Mittag, ich mache mir jetzt Mittag, das ist eine gute Idee. Dann wünsche ich euch viel Spaß, wenn ihr als nächstes schaut und sage bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und Farewell.